Die Auslöser für die Neugestaltung des Designs war natürlich der neue technische Aufbau des Gerätes, der sehr viele Optimierungen und Verbesserungen enthält. Und bei der Gelegenheit hat man sich im Hause KNF entschlossen, das Design, die bestehende Designlinie durch einen mutigen Schritt weiterzuentwickeln, um auch die entsprechende Zukunftssicherheit bei der Gestaltung darzustellen. Die Anforderungen der Nutzer sind natürlich das A und O bei der Gestaltung eines solchen Gerätes. Eigentlich eine sehr vielschichtige Angelegenheit. Da geht es einerseits darum, dass es sich um ein Arbeitsgerät handelt, das natürlich auch dazu beitragen soll, den entsprechenden Arbeitsplatz positiv und letztendlich freundlich zu gestalten. Darüber hinaus geht es natürlich darum, dass bei so einem Gerät die eigentlichen Handling-Eigenschaften sehr gut dargestellt werden. Also ergonomische Gesichtspunkte müssen auf alle Fälle grundsätzlich an erster Stelle berücksichtigt werden. Das geht dann weiter in den Bereich hinein, dass man sich den Laborarbeitsplatz etwas vorstellen muss. Hier ist es natürlich oftmals wichtig, dass das Gerät in verschiedensten Aufstellungen auch gut zugänglich ist, dass alle Bedienelemente gut erreichbar sind und dass letztendlich eigentlich ein kleiner Platzbedarf für die Aufstellung des Gerätes notwendig ist.